So, hallo. Und während im Hintergrund jetzt Part 27 hochlädt, nehmen wir Part 28 auf. Es sind wieder neue Sterne aufgetaucht, die gucken wir uns erstmal an. In der Hoffnung, dass sie nicht so schlimm sind wie das Kirby Showdown Level, weil das wird uff. Das wird uff. Das wird richtig uff. Durch den Boden, hoch und runter Turm. Hier muss ich hin. Ups. Wusch. Ah, hoch. Erstmal runter. Und dann später wahrscheinlich hoch. Hier. Hier muss ich runter. So. Und jetzt wieder hoch. Ah, ja, I see. Hier einfach durch. Alles easy. Mich aufregen lassen. Easy. So, und jetzt wieder nach oben. Okay, jetzt aufpassen, dass man nicht runterfällt. Das wäre ärgerlich, weil das dann wieder Zeit kostet. So. Und hopp. Nein! Damit habe ich nicht gerechnet. Das war ja frech. Oh, das wird einige stressige Stellen geben. Und das war's. Ich wette, eine Minute muss ich. Also 7 Sekunden zu langsam. Safe. Ja. Okay. Uiuiui. Wird stressig, aber sollte hinzukriegen sein. Mal gucken. Dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Also ich weiß jetzt auch, was ich am Anfang natürlich falsch gemacht habe. Insofern ja. Mal gucken. Hier durch. Alles irrelevant hier. Alles irrelevant. Einfach durch. Zack. Scheiße. So, dann hier schnell rüber. Ich muss vor allem bei der Walze. Aber das Problem ist wahrscheinlich, wenn man schon hier schlecht ist, dass die Walze dann nicht gut getimed ist. Das wird das Problem sein. Dass dann das Timing nicht funktioniert. Von dem ganzen Dreck. Ja, aber jetzt ist es nämlich gerade da und dann... Ah, ja, das meine ich. Okay, die Walze muss klappen. Die Walze ist der Dreh- und Angelpunkt. Die war... Scheiße, das kostet Zeit. Aber alles gut. Alles noch im Rahmen. Ach, geh doch nicht auf den Keks. So, runter. Das habe ich vorhin auch falsch gemacht. Jetzt passt's. Und dann muss ich hier leider einfach warten. Es hilft nichts. Mann! So, runter. Jetzt hier rüber. Ich frage mich, ob man irgendwie abkürzen kann, aber wahrscheinlich nicht. Jetzt kommt es gerade an. Genau, sehr gut, sehr richtig. So. Hoch. Und hier kommt es auch gerade an. Okay. Nein. Okay, ich bin immer noch drauf. Aber das kann man, glaube ich, schneller machen. Gerade so, wie ich das gerade gesehen habe. Nein! Oh, jetzt ist die Minute und ich bin oben. Ach, das ist doch scheiße. Okay, das hätte ich haben können. Aber gerade so, wie ich das gesehen habe, dass man so über die Walze so ein bisschen drüber dingsen kann, das macht es natürlich nochmal viel interessanter. Das könnte tatsächlich sehr hilfreich sein, dieser Trick. Dass ich auf der Walze so ein bisschen hin und her mache einfach. Aber bisher dürfte ich gut in der Zeit sein. Hier nicht ärgern lassen. Okay. Jetzt kommt das Ding gerade an. Sehr schön. Nein! Ich war so gut in der Zeit. Na gut. Dann eben nochmal.
Du blödes Mistvieh. Ah, soll ich jetzt weitermachen? Ist eigentlich schon scheiße. Ist eigentlich schon scheiße jetzt. Aber es sollte noch... Also es müsste noch gehen eigentlich, denke ich. Plattform ist da. Ach, Kacke. Okay, das war gut. Das war gut. Ja. Ja. Bisher gut. Bisher eigentlich ziemlich passend. Plattform kommt an. Sehr schön. Gut. Plattform. Okay, da können wir sogar warten. Die Runde können wir warten. Das muss eigentlich zeitlich drin sein. Weil jetzt muss ich nur noch da hoch. Ich muss nur noch da hoch, dann haben wir es. Wir haben es, wir haben es. Alles gut. Alles gut. Selbst den Fehler kann ich mir noch leisten. Alles gut. Ich konnte mir sogar so viele Fehler noch leisten. Okay. Uiuiuiui. Sehr schön. Gut. So, haben wir das auch weg. Und irgendwo ist noch ein Stern aufgetaucht, glaube ich. Oder war das nur einer? Ne, der da, den haben wir noch nicht. Zwillingsbohrer, Schatz. Okay, let's go. Graben und ausweichen. Zornige Parade war. Oha, okay. Das ist jetzt einfach durch. Einfach durch. Nichts. Einfach nur ein schöner Hindernisparcours praktisch, ja. Okay. Okay, also bisher wüsste ich jetzt nicht, ob ich, warum ich... Ah, okay, hier war jetzt scheiße. Ja, hier war jetzt scheiße. Hier habe ich jetzt Zeit verloren. Aber ansonsten wollte ich sagen, bisher wüsste ich nicht, wo ich zu langsam gewesen sein soll. Okay. Yo! Ich hätte noch 10 Sekunden länger dürfen. Okay. Also, manchmal finde ich, verstehe ich die Zeitangabe nicht, aber es ist in Ordnung. Soll mir ja recht sein. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Alles gut. Halt, haben wir schon. Raus da. Haben wir schon. Sehr gut. Dann können wir gleich ins nächste Level. Auf da. Ab dafür. Schließe den Abschnitt ab jetzt. Let's go. Feuerhölle im Kraftwerk. Uiuiui, das klingt auch wieder heiß. Das klingt richtig heiß. So. Das ist auch wieder so ein Intro-Bereich. Die Frage ist nur, gibt es was im Intro zu tun? Oder gehen wir einfach nur rein? Okay, ich glaube, wir gehen einfach nur rein. Ich glaube, ich kann hier nicht irgendwas machen. Nee, okay, ist in Ordnung. Gut. Okay. Hier drüben was? Nein. Wie weit geht das zu? Ach so, komplett. Okay. I see. Mich würde jetzt interessieren, ob man da komplett tot ist oder ob es nur Schaden nimmt. Aber wir werden es lieber nicht rausfinden. Wobei, vielleicht werden wir es auch rausfinden. Frage ist, jetzt brauche ich das Feuer. Ich mache mal nur einen kaputt und gucke mal, ob der wiederkommt. Ja, dann
dürfte ich es eigentlich nicht brauchen. Weil hier schnell durch ist, glaube ich, fast... Oh, da kann ich rein. Achso, das ist so gedacht, dass man da reingeht. Okay. Und nämlich schon sagen, hier könnten natürlich auch Verstecke sein. Irgendwelche Secrets. Ich bin so doof. Okay, wir haben es rausgefunden. Das war natürlich nur ein Test. Das war natürlich nur ein Test. Okay, hier kann ich rein. Immer da, wo das blaue Licht ist wahrscheinlich. Ja, nee, das war natürlich, also, natürlich war das nur ein Test. Als ob ich da, als ob ich darauf reinfallen würde. So. Trinke 3 Kaffees. Kaffees, okay. Dann trinken wir 3 Kaffees. So. Ah, I see. Ich sehe was. Sehr schön. Nummer 1. Auf genau solche Secrets habe ich gewartet. So, hier oben ist noch mehr. Genau. Ja, das war so klar, dass da noch was ist. Sehr schön. Infiltriere den Kontrollraum. Das haben wir jetzt dann wohl gemacht. So, aber ich denke, drittes Secret werden wir jetzt nicht hier versteckt haben. Das wäre zwar cool, aber nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Beweg deinen Hintern mal daraus, Kollege. So. Hier wird auch fleißig gequetscht, aber hier kann ich hochfahren. Oh, das wird... Irgendwann wird das relevant sein, dass ich damit hochfahre. Jetzt muss ich mit allen den Dingern hoch und runter fahren. Um mir das anzuschauen. Da war wieder ein Kaffee. Jetzt fahren wir erstmal hoch. Okay, da ist nichts. Ich bin zu langsam. Okay, ich bin doch nicht zu langsam. Ja, hier oben ist nämlich einer. Mensch. So, dahinter ist der. So. Okay. Damit haben wir den zweiten Bottle gefunden. Sehr schön. Zack. Okay. Leider kein Kaffee. Wow, 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 ich bin ziemlich okay. Wait, hä, wie, was? Ach so, ah, verstanden. Da in der Mitte komme ich drüber. Ja, okay, okay, hier. Ja, hier kann ich irgendwas tun. Scheiße. Feuerdude, bist du noch da irgendwo? Perfekt. Guck mal, der kommt wieder. Warum in dem einen Level nicht? So, das ist das, was ich nicht... Oh. Okay, wir laden nach dem Part die Batterie auf. Ist in Ordnung. Ich wollte sowieso nicht länger aufnehmen. Ist okay. Aua. War das nicht gedacht, aber ist okay. So. Aha, da ist der Bonusraum. Ja, wieso in dem einen Level nicht? Also das habe ich bisher nicht, bis heute nicht verstanden. Da war es so wichtig, dass man das Feuer bekommt und es war einfach nicht möglich, das nochmal zu bekommen.
So, ich muss hier irgendwie jetzt das Ding aus dem Weg schaffen. Wie genau soll ich... Ja, aber ich muss ja irgendwie... Also wenn ich den jetzt anzünde, so, dann geht er hier hinten längs. Ah, doch, ich versteh's. Ich muss den erstmal so das anzünden, das abfahren lassen, so. Und wenn er da hinten rum ist, dann muss ich da mitgehen. Ja. Und jetzt dann nämlich hinterher. Okay, ja. Ja, easy. Hui. Schön. Und der nächste Wortel, die ist unserer. Prima. Also ich muss sagen, ohne die ganzen Missionsgeschichten, wären die Level nur halb so cool. Also, das ist schon wichtig, dass man das mitmacht. Weil einfach nur durchs Level laufen, das geht eigentlich relativ fix. Und wenn man die ganzen Bonussachen nicht mitnimmt, dann verpasst man wirklich viel. So, das merkt man hier wirklich sehr deutlich. Okay. Wir könnten langsam Essen vertragen. Wollte ich nur mal gesagt haben. Hier ist der Kaffee. Okay. Ist hier sonst noch was? Nein? Okay, dann runter. Oh, okay, es geht weiter. Kapsel, 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 Kapsel. Oh, ich sehe was. Getränkautomat. Den muss ich mir safe holen. Für den nächsten Abschnitt. Ja. Dann kann ich hier hinten nämlich rum. Und da ist der nächste Wurdel. Yes. Okay, hätte man den nicht mitnehmen können, dann hätte man das nicht geschafft. Alles klar. Und das war's jetzt mit den Wänden, ja? Okay. Finde ich gut. Aber noch können wir den Kollegen behalten, was ja gut ist, weil so bekommen wir schön viel Energie. Oh, noch eine Kapsel. Schön, schön. Wir sind gerade voll, ne? Okay. Okay. So, was löse ich jetzt hier alles aus? Wir werden es gleich wissen. Ah. Okay, ich löse Wände aus. Okay. Lol. Wenn ich den jetzt nicht genommen hätte, wenn ich den Kreis genommen hätte, dann hätte ich die Dings hier nicht, oder was? Oder wäre dann da ein Windrad oder so noch gekommen? Also hätte sich das umgeändert oder hätte ich jetzt einfach das verpasst und hätte Pech gehabt? Das wäre ja frech. Ja, so kann es mir recht sein, wir haben alles bekommen. Ah, wir haben nicht alles bekommen. Eine Mission haben wir verpasst. Außer die Mission löst sich jetzt am Schluss auf. Was hätte ich anders tun müssen? Was habe ich verpasst? Was habe ich verpasst? Lass dich nicht zerquetschen oder so vielleicht. ja. Ja. Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Das, ja, das wird irgendeine Arena. Das wird irgendeine Arena. Irgendein Bosskampf-Dings. Keine Ahnung. Ey, also... Ich komme nicht...
Ich komme nicht auf mein Leben klar. Das kann doch nicht wahr sein. Ah. Also gut. Dann können wir jetzt aber gucken. Das ist eigentlich sogar ganz cool. Dann können wir jetzt nämlich gucken, was eigentlich passiert, wenn man, wenn man den Ring am Ende nimmt. Weil das würde mich schon interessieren. Was da dann so abgeht. Oh, oh, ich sehe da was. Aber ich weiß nicht. Ich muss es ausprobieren. Ich muss es ausprobieren. Ihr seht mir das nach, dass ich etwas ausprobieren muss, ja? Okay, cool. Okay, man kann da drauf. Hier ist echt nichts. Aber man kann noch weiter eigentlich, ne? Oh. Scheiße. Okay. Aber das ist das Erste, ne? Die haben da nichts versteckt. Ach, komm schon. Ich hätte jetzt irgendwie schon eine Schriftrolle erwartet. Für meine Idee. Ich meine, es ist jetzt ja nicht gerade... Na, also da muss man ja schon ein bisschen nachdenken, dass das möglich ist, dass man da hinkommt. Wirklich schade. Bin enttäuscht. Okay, so. Ja, dann haben wir es doch schon mit dem Nicht-Zerquetschen. Ach nee. Gibt noch mehr Möglichkeiten, zerquetscht zu werden. Die Dinger von oben kommen ja auch noch. Ja, ja, genau. Hier kann ich... Ja, hier kann ich ja auch zerquetscht werden. Okay, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Sehr gut. Aber wir brauchen das Feuer nicht. Wobei ich durch das Drachenfeuer ja eigentlich sogar... Okay, aber jetzt haben wir es mit dem... Ich glaube, jetzt kam nichts mehr, wo man noch zerquetscht wurde. Jetzt kommt nur noch die Wand. Die ist easy. Lol, vor allem mit dem Wind. Auch vor allem mit dem Wind ist das ja richtig easy going hier. Okay, die Kapsel können wir aber mitnehmen. So viel Zeit ist noch. Oh, oh, da auch nicht. Das war knapp. Aber mit dem Wind ist das ja cool, hier durchzugehen. Das hat was. So. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt, was passiert, wenn ich den Ring nehme. Ach lol, man kriegt den Automaten hier so oder so. Interesting. Sehr interesting. Nee, der Ring ist so oder so falsch. Man muss den... Ah, man muss den VLC-Player nehmen. Okay. Alles klar. So, wir haben uns nicht zerquetschen lassen. Alles easy. Gut. Yay. Sehr schön. Okay. Der Ring wäre also Bait gewesen. Mit dem Ring kommt man da gar nicht durch. Ich verstehe. Ich verstehe. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann können wir auch noch den geöffneten Stern machen. Mehr gibt es ja hier sonst. Oder auch den hier.
Jetzt haben wir schon zwei, die wir, ne? Zwei, die wir machen können. Wo ist der erste? Hier ist der erste. Blizzard-Eis-Schatz. Okay, let's go. Darf ich auf Lava reiten? Also, reiten, gleiten, wie auch immer. Magma-Stelle. Tatsächlich, geilo. Oh, das hat mir gefallen. Was ist da eine Kiste? Ah, sie. Oh. Ja, okay, aber wie soll ich? Ja, okay. Ah, doch, ich verstehe, wie ich es machen sollte, eigentlich. Nicht so, wie ich es gemacht habe, Spoiler. Scheiße. Mensch! Jetzt ist der andere oben. So. Ja, also wird jetzt auf dem ersten Versuch natürlich noch nicht klappen. Aber ist okay. Okay, der ist easy. Okay, wie komme ich? Ah, von hier. Und wenn man da durch ist, dann geht das hier auf, oder was? Hallo? Ja, okay, dann geht es kaputt. So, und jetzt? Hä, welchen habe ich denn ausgelassen? Hä, hatte ich nicht... Oh, ich habe den am Anfang ausgelassen. Ja, stabil. Okay. Und kommt da schon das Ziel? Ja, okay, ja, das ist easy. Das kriegen wir mit der Zeit auch locker hin. Muss man nur eine gute Strategie, also nur einen guten Weg sich überlegen und dann passt die Geschichte. Alles machbar, sehr schön. Ja, die 20 Sekunden holen mal locker rein. Ich wusste ja vorher den Weg auch nicht und was ich zu tun habe und jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Sehr schön. Kriegen wir hin. Vielleicht nicht auf Anhieb, aber wir kriegen es hin. Bin da guter Dinge. Gefühlsmäßig. Ich darf halt da hinten bei dem Turm nicht strugglen. So, das ist das Ding. Aber sonst ist das alles machbar. Und ich sollte den am Anfang mitnehmen. Das wäre eine super Idee. So. Und weiter. Dann den da hinten. Scheiße. Nein, ich habe verfehlt. Okay, aber so geht's auch. Ja, ist nicht die beste Route bisher, aber ist okay. Geh mir nicht auf den Keks. Ach, geh mir nicht auf den Keks. Schnell hoch. Nein. Ja. Nein. Mann. Okay, hier. Ach, komm schon. Ey, dieser Turm da hinten ist dämlich. Okay. Gut. Nimm mit jetzt das Ding. So. Okay, so wollte ich das vorhin eigentlich haben. Nimm mit das Ding. Gut. Nur noch der blöde Turm wieder. Also was heißt Turm? Halt diese. Mach dich weg. So, jetzt warten wir hier einfach gechillt. Kriegen das Teil nicht auf, aber alles gut. Jetzt sollte das doch passen. So, ich glaube, bei halb muss ich durch, ne? Oh, es kommen gar keine Gegner mehr. Auch interessant. Muss ich bei halb durch oder wann muss ich durch? Ja, okay. Gut. Hat gepasst. Habe ja gesagt, zeitmäßig. Das passt. Gefühlsmäßig. So. Dann haben wir da drüben noch einen Stern. Ringstopfer. Okay. Let's go. Was war da gestanden? Ich habe das nicht lesen können, ne? Peu à peu. Ah, okay. Von peu à peu
Wird zu bö a bö. Witzig, Nintendo. Wow! Habe ich das jetzt echt so schlecht getimt, dass ich da reingerattert bin? Ach. Aber die Ringe mitnehmen ist eigentlich gar kein Muss, ne? Die geben ja nicht mal irgendwie den Boost oder sowas. Also bis auf den Fehler am Anfang wüsste ich nicht, was ich jetzt schneller machen kann aktuell. Ich meine, wir sind auch noch lange nicht durch. Wieso bleibe ich denn da? Oh mein Gott. Ja, aber wie gesagt, die Ringe sind kein... Nein! Scheiß Kugeln. Die Ringe sind kein Muss. Oh, komm schon, komm schon. Lass es bei 30 sein. Lass es bei 30 sein. Komm, 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 please. Yes. Nice. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Einen Stern haben wir, glaube ich, sogar noch. Den habe ich die letzten Male noch übersehen. Hier hinten war noch einer, ne? Da war doch noch einer. Genau. Hier, dich haben wir noch nicht gemacht. Autostopfer. Oh, cool. Nochmal Auto fahren. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Okay, was muss ich tun? Okay, Kristalle sammeln. Hui. Hui. Nein. Ah, und dann hier runter. Nice. Oh, noch eine Runde. Okay, zwei Runden. Oh, jetzt sind die hier drüben. Ja, ich verstehe. Oh, jetzt fährt das auch noch hin und her. Okay, okay. Ist aber eine coole Idee. Die gleiche Strecke nochmal, nur anders. Und ich bin da wieder... Okay, an der Stelle falle ich immer runter. An der Stelle haut sie mich immer runter. Nein! Okay, das ist bitter. Okay, den verpassen ist bitter. Scheiße. Okay, alles klar, let's go. Aber cooles Ding. Ist witzig gemacht. Dann kann ich jetzt aber auch gleich die Zeit da oben verbessern. Weil ich da jetzt nicht mehr runterfalle, weil ich jetzt das weiß, dass man da runterfällt. Vor allem, dass man da schnell runterfällt. Wow! Da wollte ich zu viel um die Kurve. Oder ich schieb's einfach auf die schwache Batterie. Na, wir haben ja gelesen, der Controller wird schwächer. Daran liegt es natürlich. Nicht etwa an mir. Nein, nein. Nur am Controller. So. Okay, hier schön durch. Und dann darüber. Sehr gut, genau so. Hui. Okay, perfekt. Und die nächste Runde. Oha. Oh, das Auto steuert sich so geil. Es ist echt, es ist einfach nur eine Freude, dieses Ding zu fahren. So, jetzt haben wir's. Na, okay, fall runter, fall runter, fall runter. Dann kann ich vielleicht nochmal hoch. Ja. Okay, sehr gut. Oh nein, safe bei 15. Safe muss ich bei 15 durch. 2 Sekunden zu wenig. 2 Sekunden zu wenig. 6 Sekunden zu wenig. Say what? 6 Sekunden zu wenig, was? Wie, was? Hey, okay, Okay. Das, könnte sich schwierig gestalten.
Okay, wo kann ich denn da überall abkürzen? Ich meine, hier kann ich so ein bisschen. Ja, okay, das macht schon was aus. Aber hier kann ich überall nicht abkürzen. Also da muss ich hier einfach gerade durch. So. Hier muss ich jetzt eh so rüber. Also noch schneller kann ich doch gar nicht. Also noch schneller kann ich... Ja, ich muss bei 20 durch. 3 Sekunden. 3 Sekunden noch. Ich muss bei 20 durch. Alles gut, alles gut. Das war das Runterfallen vorhin. Alles gut. Das war das Runterfallen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist akzeptiert. Okay. Gut. Gut, die 6 Sekunden klangen nach echt schwer. Aber war alles okay. Alles machbar. So. Ich frage mich nach wie vor, was hier ist. Also hier, irgendwas muss hier sein. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas muss ich hier... Ups, wollte ich nicht. Irgendwas muss ich hier noch auftun. Irgendwas ist hier. Ganz mysteriös, dieses Ding da hinten. Okay. 2 Level haben wir noch vor uns. Jetzt muss ich erstmal aufladen. Ich kann wie immer nicht versprechen, dass es direkt weitergeht. Weil... Weiß nicht, ob ich in 2-3 Tagen wieder zum Aufnehmen komme. Jetzt bin ich gerade mal dazu gekommen. Es ist aktuell etwas ruhiger. Ja, wir sind in der Schlussphase. Und ja, mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.